Hallo zusammen, ich habe hier eine Kühltruhe 24230 Volt. Ursprünglich lief das Teil mal mit einem Schwingverdichter, weil Baujahr ist irgendwo wahrscheinlich zwischen 1967 bis 1968. Das muss jetzt um die knappe 60 Jahre alt sein. Ja, ist eine Wemo-Kühlbox. Ihr seht hier das Logo, der Deckel hier vom Sitz, den kann man wegheben. Und hier drin schauen wir gerade aus der Nähe an. Also hier sehen wir noch das alte Logo. Das war dann noch mit Schloss, weil das ist wichtig, weil irgendwas wurde da Wichtiges abgeschlossen. Das Kühlelement ist nicht original, das wurde hier nachträglich dann reingesetzt. Und ein Standardkompressor von Danfoss, BD35. Ganz ursprünglich wurde hier ein Schwingverdichter verbaut, der von Fichtel und Sachs gefertigt wurde, ein Lizenzbau von Heinrich Dölz aus Stuttgart. Dieser Schwingverdichter, der hier vor knapp 60 Jahren drin war, war ursprünglich in Deutschland gefertigt. Nachher wurde das Patent an Sawafuchi Elektronik in Japan verkauft und dann hat nur noch Engel diese Schwingverdichter verbaut, die heute immer noch in Boxen verbaut werden. Sind simpel, einfach, 70-jährige Technik und funktionieren. Diese Kühlbox steht auf einem kleineren Brötchen und da werden im Schnitt etwa 20 Flaschen Wein eingelagert. Das ist so ein Tagesvorrat, der dann bei mehreren Personen verwendet werden sollte. Nur, guter Wein muss gekühlt werden, auch gutes Bier muss gekühlt werden, weil warmes Bier trinken, das ist nicht Sache, die sein soll. Ich mache euch hier einen Link über ein Kühlaggregat, auch etwa 40, 50 Jahre alt. Eben die Wemo, das Logo hier müsste ich eigentlich ersetzen, jetzt sind wir dann schon bei 56 Jahren. Und so kommen wir aber immer wieder an so alte Geräte hin, die irgendwann mal gefertigt wurden. Ich wünsche euch einen schönen Tag.